Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute soll es mal um die Standardisierungsstrategie rund um Smart Metering gehen. Von der Standardisierungsstrategie habt ihr vielleicht schon mal gehört. Die ist schlussendlich die große Roadmap, der Arbeitsplan rund um die Weiterentwicklung der Smart Meter und deswegen ein ganz wichtiges Thema, was nicht so sehr beachtet wird, wie es vielleicht werden sollte, meiner Meinung nach. Und deswegen möchte ich euch das heute mal ein bisschen greifbarer machen, etwas genauer erklären. Dieses Video wird gerade Ende Januar 2020 aufgezeichnet, wahrscheinlich wenige Tage vor der neuen Marktanalyse und damit einhergehenden Markterklärung des BSI, weil wir ja mittlerweile die notwendigen drei zertifizierten Hersteller für die intelligenten Messsysteme für die Smart Meter haben. Und genau, weil das eben wirklich in diesem Jahr losgehen wird, weil wir jetzt wirklich ein Rollout haben werden, möchte ich mal diesen Hintergrund ein bisschen genauer beleuchten. Wir haben als Grundlage für Smart Metering eben verschiedene IT-Sicherheitsstandards und Aussagen. Man kann das schon zusammenführen auf Privacy and Security by Design. Also es sollen sowohl Datenschutz als auch IT-Sicherheit von vornherein Grundlage der Existenz und des Aufbaus dieser Technologien sein. Und um das Ganze weiterzuentwickeln, nachdem man im September 2016 das Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende beschlossen hat, damit einhergehend auch das Mehrstellenbetriebsgesetz, hat man sich eben diese Standardisierungsstrategie ausgedacht oder eine Roadmap da herumgesponnen, die eben auch schon seit 2017 so nach und nach angegangen wurde und Anfang 2019 schlussendlich auch beschlossen wurde mit dem Dokument Standardisierungsstrategie zum GDEW. In diesem werden die ja, Tätigkeitsbereiche in fünf größere Themengebiete zusammengeführt, die sich in drei Clustern befinden. Diese drei Cluster sind einerseits Smart Metering und Submetering als der erste, wo es ganz klar um genau die Themen geht, die wir damit verbinden würden, also das Auslesen von Zählerständen von Energiemengen, aber eben tatsächlich auch eine Mehrspartenmessung im Bereich von Submetering, dass wir also Strom, Wärme, Wasser und so weiter gemeinsam schlussendlich auch auslesen wollen über was auch immer für eine technische Infrastruktur. Im zweiten Cluster geht es um Smart Grid einerseits, also Einspeisemanagement, Lastmanagement, Energiemanagement insgesamt, im intelligenten Stromnetz, die Steuerung dessen und dazu gehöre ich auch Smart Mobility, also das, ich sag mal, Ladesäulenmanagement, was natürlich auch direkt mit dem intelligenten Stromnetz zusammenhängt, wenn es darum geht, Elektromobile intelligent nach und nach aufzuladen, damit das Netz ein bisschen entlastet wird. Und der dritte Cluster beinhaltet auch nochmal zwei Themen, nämlich einmal Smart Home und Smart Building, wo es schlussendlich um Wohnungswirtschaft, aber auch eine intelligente Gebäudesteuerung geht, was ich im separaten Video zu Smart Building schon mal hier erklärt habe. Und außerdem Smart Services, also Mehrwertdienste, die es tatsächlich irgendwie auf Grundlage des Smart Meter Gateways angeboten werden können. Geschäftsmodelle, die irgendwie einen gewissen Komfort oder Automatismen in den Alltag der Verbraucher bringen würden. Das Smart Meter Gateway basiert ja schlussendlich auf mehreren verschiedenen Richtlinien, unter anderem zwei Schutzprofilen, die einerseits das Schutzprofil für das Smart Meter Gateway selbst, aber auch für das Sicherheitsmodul, was dahinter steht. Und auch noch auf mehreren technischen Richtlinien, die also schlussendlich dafür sorgen, dass man weiß, wie diese Geräte technisch zu funktionieren haben, die also vorschreiben, wie die Spezifikationen schlussendlich so aussehen. Und diese technischen Richtlinien, die unter BSI TR-03109-1 bis 6 zu finden sind, beschreiben eben tatsächlich so ein bisschen die Hintergründe, wie diese Geräte ja, vorgegeben sind, wie die technischen Spezifikationen auszusehen haben. Diese sechs Richtlinien sind einmal Smart Meter Gateway, das Sicherheitsmodul, die kryptografischen Vorgaben, das Smart Meter Public Key Infrastructure, also die Art und Weise, wie man die Sicherheitszertifikate veröffentlicht, wie man die Schlüssel für die Kryptografie veröffentlicht. Das kennt man vielleicht aus der E-Mail-Verschlüsselung, wenn man sich damit schon mal beschäftigt hat. Das ist ein ähnliches Prinzip. Außerdem der Kommunikationsadapter am Smart Meter Gateway, was dann schlussendlich auch um zum Beispiel die sternförmige Datenkommunikation geht und wie das Ganze schlussendlich aufgebaut ist. Und als sechste technische Richtlinie die Smart Meter Gateway Administration, wie die zu funktionieren hat, wie das Ganze aufgebaut ist. Am Ende des Dokuments der Standardisierungsstrategie, was ich euch ja verlinken werde, findet ihr eine mehrseitige Tabelle mit den gesetzlichen Mindestanforderungen für intelligente Messsysteme. Das ist mal grundsätzlich sehr interessant, was man tatsächlich erstmal erfüllen muss, damit so ein Gerät tatsächlich auch
zertifiziert werden kann, damit das so funktioniert, wie das im Smart Metering in Deutschland gefordert ist. Und dann eben auch diese ja, Standardisierungsstrategie des BSI und BMWI weiterzuentwickeln, haben sich dazu natürlich weitere andere Player und Stakeholder in der Energiewirtschaft geäußert, unter anderem der BDW natürlich, der bereits im März 2019, also 2 Monate nach der Veröffentlichung dieses Dokuments, mit einer Stellungnahme geäußert hat, dass sie sehr gerne noch ein bisschen mehr Mitarbeit der Branchen, Verbände und der Wirtschaft wünschen würden. Da sie allerdings auch sagen, dass die Roadmap, die da skizziert ist, bezüglich der Weiterentwicklung, vielleicht ein bisschen zu kurz gefasst ist, dass das Ganze vielleicht ein bisschen mehr Zeit brauchen würde. Gleichzeitig wissen wir als Anwender und Energiewirtschaftler natürlich, dass schon mehr als genügend Zeit verstrichen ist und dass wir mal dringend voranschreiten sollten. Des Weiteren ging es dann natürlich auch noch weiter, weil das Ganze kann natürlich nicht mit einem Dokument enden. Es haben sich dann schlussendlich mal Arbeitsgruppen gebildet und unter anderem gibt es seit dem September 2019 im Bundeswirtschaftsministerium eine weitere Geschäftsstelle namens Technische Standards Ausschuss Gateway Standardisierung. Und die hat unter anderem eine Arbeitsgruppe gebildet, welche sich im Dezember 2019, also jetzt vor einem Monat, das erste Mal zusammengesetzt hat und verschiedene tolle Dinge besprochen hat bezüglich eben der Weiterentwicklung der Smart Meter Gateways, der intelligenten Messsysteme des Smart Meterings in dieser ersten Sitzung im Dezember. Und die Arbeitsgruppe trifft sich dann so alle 3, 4 Monate. Ging es vor allem darum, erstmal zu analysieren, welche Anwendungsfälle es tatsächlich in der echten Welt für Smart Metering und diese Gateways geben würde. Da kam heraus aus vielen, vielen Interviews und Fragebögen, dass es 535 Anwendungsfälle in insgesamt 26 Clustern geben würde. Diese Cluster, das sind so unter anderem sowas wie Steuerung von Kundenanlagen, Erhebung von Netzzustandsdaten, ein mobiler Zählpunkt und auch dann zum Beispiel privates Laden von Elektromobilität. Andererseits was wie Prepaid-Tarife, Liegenschaftsmodelle, Visualisierung von Daten. Also ganz viele verschiedene Bereiche, die sich schlussendlich in Smart Grid, Smart Mobility und Smart Metering hier zusammenfassen lassen. Und die kann man sich sehr schön in diesen Dokumenten auch anschauen. Auch das Protokoll für diese erste Sitzung der Arbeitsgruppe ist öffentlich, kann man sich im Internet angucken. Ich werde das unten verlinken. Diese Anwendungsfälle werden jetzt eben weiter zusammengefasst in sogenannte High-Level-System-Use-Cases, die schlussendlich beschreiben, welche ganz konkreten Anwendungsfälle es eben tatsächlich gibt, auch in den nächsten Jahren geben sollen, die dann wiederum die Grundlage der weiteren technischen Entwicklung sein würden. Und das kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Ich bin super gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Eine ganz wichtige Erkenntnis ist auf jeden Fall, dass die meisten Teilnehmer an diesen ganzen Umfragen und den Arbeitsgruppen gesagt haben, naja, tatsächlich möchten wir, dass 86% sagen, wir möchten gerne, dass praktisch alle Steuersignale, die wir in irgendeiner Form hier schicken wollen, über das Smart Meter Gateway kommen. Wir wollen, dass abrechnungsrelevante Daten über das Gateway kommen. So 90% haben das gesagt. Und mindestens 80% sagen, wir möchten die Visualisierung rund um das Gateway deutlich weiterentwickeln und dort eben auch den Leuten Möglichkeiten geben, zu verstehen, was das Ganze jetzt auch im Keller mit dem Gateway passiert. Das ist super spannend. Könnt ihr euch alles anschauen? Ich verlinke das unten mal in der Videobeschreibung. Ja, und dementsprechend haben wir jetzt also ein paar weitere Schritte, die bevorstehen, was die regulatorische Seite angeht. Gleichzeitig haben wir unmittelbar bevorstehend den offiziellen Start des Rollouts mit der Markterklärung in wenigen Tagen und dementsprechend geht es jetzt langsam mal los mit dem Smart Metering. Ich hoffe, ich kann euch da ein paar weitere Hinweise mal geben mit den Dokumenten, die ich hier euch gerade beschrieben habe und die ich unten verlinke. Schaut euch das mal genauer an. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt die in die Kommentare. Ansonsten liked das Video und abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und hier seht ihr noch ein paar weitere Videos rund um das Smart Metering. Und bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.